Hallo Leute, ich bin Lance und hier ein paar neue Tricks rund um GTA 5. Leute, ich brauche eure Unterstützung, damit dieser Kanal so richtig brummt. Bitte liked das Video, edit meinen Kanal und stellt die Glocke ein, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Dankeschön. Habt ihr beim Import-Export von den Rennwegen auch keinen Bock mehr, dauernd Wahnsinnsschaden von mehreren tausend Dollar zu zahlen? Mit dem heutigen Video zeige ich euch die Lösung, wie ihr einen Schadenfreiheitsrabatt bekommt. Das Prinzip ist sehr einfach. Ohne Geld könnt ihr nichts bezahlen. Das heißt auch, dass ihr die täglichen Mietkosten, Mechaniker und Personalkosten nicht mehr abgezogen bekommt. Aber ihr werdet auch auf bestimmte Services nicht mehr zugreifen können, so ist der Mechaniker sauer und wird euch keine Autos mehr liefern. Was müsst ihr also tun, um 0 Euro zu besitzen? Dazu brauchen wir einen zweiten Online-Charakter. Zuerst müssen wir aber all unser Bargeld auf das Bankkonto schieben. Dann wechseln wir zu unserem anderen Online-Charakter oder ihr erstellt euch schnell einen. Dazu müsst ihr ihn nicht besonders gestalten, solltet aber eventuell den Level übernehmen. Dazu gibt es viele Videos, auf Wunsch erstelle ich euch auch gern eins. Wechselt nun zu eurem zweiten Online-Charakter. Sobald ihr mit diesem spawnt, stellt ihr ihn auf Passivmodus ein. Dann verlasst ihr das Gebäude und begebt euch zum nächsten Bankomat. Den Bankomat deswegen, weil er viel höhere Abhebelimits hat als das Mobiltelefon. Ihr hebt nun alles Geld vom Bankkonto ab, dass ihr alles sozusagen in bar in der Hand habt. Deswegen ist auch der Passivmodus immer so wichtig. Danach wechselt ihr zu eurem Spielcharakter zurück. Leider haben manche Online-Spieler noch immer nicht kapiert, dass sie selber keinen Profit haben, wenn sie eure Geschäfte stören. Deswegen erzwingt ihr jetzt eine offene Solo-Sitzung, indem ihr euren LAN-Stecker zieht. Das habe ich euch ja in dem letzten Video schon gezeigt. Ihr registriert euch durch das Einloggen auf eurem Computer als CEO und bestellt ein Fahrzeug für die Import-Export-Garage. Danach wickelt ihr die Mission ab und ihr könnt diesmal voll relaxed sein, denn jeder Schaden, der entsteht, wird euch danach netterweise nicht in Rechnung gestellt. And that car is securely warehoused. Come back and log on to SecureServe if you want to take a pass at another. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass es einige Einschränkungen gibt, ohne Geld unterwegs zu sein. Deshalb holen wir uns nun ein Fahrzeug nach dem anderen, um den Trick so lange auszuführen, solange wir kein Geld mehr besitzen. Einen schönen Nebeneffekt hat das mit dem Bargeld im anderen Charakter auch noch. Ihr wisst selber, dass Rockstar sehr darum kämpft, die ganzen Glitcher und Modder zu erwischen, beziehungsweise auch das ganze gemoddete Geld, was ihr geschenkt bekommt.
Drum kam ja mit dem neuen DLC eine entsprechende Razzia, die jeden von uns einige Millionen Dollar gekostet hat. Beziehungsweise all denen, die es nicht als Bargeld mit sich führen. Die Nachteile von Bargeld und den jeweiligen Verlust von mindestens 500 Dollar, wenn man alles in der Hand hat, brauche ich euch nicht erzählen. Deswegen ist das Geld sicher von Rockstar und Toten, wenn ihr es als Bargeld eurem anderen Online-Charakter gebt. Leute, ich brauche eure Unterstützung, damit dieser Kanal so richtig brummt. Bitte liked das Video, edit meinen Kanal und stellt die Glocke ein, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Dankeschön. Nun bin ich aber raus. Zockt gut weiter, euer Lance.